Nun also doch. König Charles III. Greift zu Weihnachten eiskalt durch. Wie die britische Zeitung Sun schreibt, wirft der Royal seinen Bruder Prinz Andrew aus dem Palast. So soll er das Büro des in Ungnade gefallenen Prinzen aus dem Buckingham-Palast entfernt haben, zudem sollen die wenigen verbliebenen Mitarbeiter des Skandal-Royals mit einem Rauswurf rechnen müssen. Der Royal soll außerdem die Adresse des Palasts nicht mehr auf Briefköpfen verwenden dürfen, so die Sun, wo eine Quelle berichtet. Sämtliche Anwesenheit im Palast ist offiziell vorbei. Der König hat es deutlich gemacht. Er ist kein arbeitender Royal mehr. Er ist auf sich allein gestellt. Hintergrund ist die Verbindung Prinz Andrews zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, im Zuge dessen der Sohn der Queen aus der Öffentlichkeit trat.